Spitzhacke ist gleich kaputt. Dann nehmen wir mal die andere. Und zur Not haben wir ja noch die Diamantenspitzhacke, von daher. Gut, hier gibt es aber nichts weiter. Das ist noch ein bisschen Kohle. Hab ich jetzt erschrocken. Boah, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es passiert, ne? Achso, dann können wir hier auch noch eine Fackel hinsetzen. Aber hier jubelt nichts mehr. Dann nehmen wir den Kobbel mit. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? So, bei diesen verwinkelten, also so extrem verkluftet, verwinkelt, Kluft, Winkel, Hühlen. Nicht immer einfach sich zu orientieren. Außer wenn man denn so nach dem Motto losläuft. Da ist noch Duster. Ah, guck mal. Hier ist sogar noch ein bisschen Redstone. Aufpassen, dass hier nichts runtergesprungen kommt. Joa. Du ist das, du ist das. Ich habe heute aber auch wieder mal nicht ein Thema. Außer das Thema Stoneheart. Stoneheart hat endlich die Alpha 11 rausgebracht. Also für alle, die es noch nicht wissen. Die neueste Version ist draußen. Man kann also wieder anfangen, ein bisschen Stoneheart zu zocken. Oh, wie komme ich da jetzt hin, um die Lava abzuschalten? Da. Fackel. Fackel. Was? Was ist denn hier? Meine Höhle. Geh weg. Okay, komm her. Gold mitnehmen. Joa, wo ist das? Stoneheart, auch ein sehr schönes Spiel. Für die, die es noch nicht kennen. Schaut auf jeden Fall mal in das Let's Play rein. Nehme ich das jetzt mit? Ach komm. Ist eine Mischung aus... ja, so ein bisschen Minecraft. Ein bisschen Siedler. Sehr knuffig gestaltet, also... lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, wenn man Minecraft auch mag. Ist nicht genauso wie Minecraft, sondern ein bisschen knuddeliger, sag ich mal. Also für alle, die Siedler oder auch Anno gerne spielen, ich denke, für die Leute lohnt es sich auf jeden Fall mal bei Stoneheart reinzugucken. Okay, hier sind irgendwo Kreaturen. So. Ja, ja. Grunzt dir mal. Grunzt dir mal, grunzt dir mal. Genau. Kleiner Stinky. Hab ich da hinten Diamanten gesehen? Diamanten, Diamanten. Ich hab Diamanten und du bist tot. Okay. Gehen wir natürlich erstmal hier durch. Oh, Lapis ist hier auch. Nicht schlecht, nicht schlecht. Pilze. Noch ein bisschen Gold. Und dann Eisen nehmen wir auch mit.
Aber da hinten scheinen immer noch Zombies zu sein. Natürlich irgendwo hinter einer Wand stecken oder so, ich weiß es ja nicht. So. Gold, Eisen, Redstone. Bei Redstone muss man ein bisschen aufpassen. Aus zwei Gründen. Einmal kann bei Redstone auch Lava sein, aber auch Diamanten. Und Diamanten wollen wir ja mit dieser Spitzhacke abbauen. Damit wir das dann nicht aufnehmen können. Ich glaube, ich nehme das Sprengpulver mit. Und hier noch sonst was? Okay. Hier, Gravel weg. Kleiner Augenblick, muss man husten. Da bin ich wieder. Ich wollte es mal einfach mal hochgraben. Scheint er irgendwie von hier oben zu kommen. Da nicht. Da auch nicht. Wo sind denn die kleinen Schweinchen? Ah, das stimmt hier. Oh je. Oh je. Fackeln. Oh nö. Hier haben wir unseren ersten Siedler. Na ja, gut. Wo kommt die denn her? Hier oben irgendwo. Okay. Und da oben sind sie gesprungen. Wir haben schon wieder Smaragde. Ich glaube, das Spiel möchte uns sagen, baue endlich ein NPC-Dorf auf. Fackeln? So machen. Das ist ja auch fies hier. Was haben wir hier denn? Okay. Schauen wir mal um die Ecke. Da ist der Creeper. Und Schützenbogen. Geh weg. ja. Idioten. oh. Geh bloß weg. Ich will dich nicht. Ich mag dich nicht. Dich und deine Sippe. Ja. Kommt der auf einmal her? Ich mach das hier mal lieber dicht. Ansonsten lande ich dann nämlich drin. Wäre nicht das erste Mal. Ja, wo waren wir? Bei Stoneheart, genau. Also wie gesagt, wenn euch so Spiele gefallen wie Minecraft, Siedler, auf jeden Fall mal reinschauen. Allerdings, kleine Warnung vorweg, es ist eine Alpha. Was man auch an vielen Stellen bemerkt, dass es so ist. Komm, stirb. Was ist das denn, der Kartoffel? Kartoffel. Hier sind wir. Nein, ich möchte das nicht. Der Bogen ist ja fast kaputt. Lohnt sich eigentlich auch nicht mitzunehmen. Naja, gut. Vielleicht sollen wir hier mal ein bisschen ausmisten. Dass wir hier was in die Lava schmeißen. Kobbel, Kobbel, dreckiges Fleisch. Damit wir ein bisschen Platz haben. Gut, dann gehen wir mal in diese Richtung. Wieder Richtung Creeper.
Weil ich möchte gerne noch wissen, was da ist. Aber da scheint wir schon gewesen zu sein. Oh, weil ich den Viechern nicht trau. Erde, 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 nimm mir die weg. Erde, 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 dann nimmt man auch Dreck. Ah ja. Ich hab mir fast gedacht, dass hier Lava ist. Oh, hier noch was. Okay. Aber das scheint nur von oben irgendwie. Diamanten! Die habe ich voll übersehen. Sowas. Oh. Dann nehmen wir mal die Spitzhacke wieder. Ist aber immer nur ein Block. Jetzt, wo ich die olle Glücksdiamanten-Spitzhacke habe. Ist das immer nur ein Block. Das ist auch eine Art Mobbing. Wir wissen schon, dass das Spiel mich mobbt. Da oben geht's nicht weiter, aber hier oben geht's noch weiter. Oh, geh weg! Alter! Sonst noch einer! Geh weg, du Fledermaus! Zu meiner Mama. Alter Schabotzki. So, wie komme ich jetzt da hoch, ihr Vögel? Mann, 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 Mann. Ach, hör auf mich anzugrunzen. Ich habe Angst vor Fledermäusen. Geh weg. Ich bin Pro-Gamer. Ich sagte, geh weg. Los, Mann, hau ab. Kleiner Kackvogel, ey. Was habe ich eigentlich mit meinem Kackvogel? Noch einer, Alter. Los, komm her. Ja, genau. Ist hier irgendwo ein Nest oder so? Ich hoffe nicht. Okay. Was haben wir unten? Eine tote Spinne. Also ich höre jetzt überall Creeper. Überall. Das ist nicht schön. Ich mag das nicht. Oh, ich gehe mal hier kurz durch. Aber hier ist nichts gut. Schauen wir hier nochmal. Aber hier ist auch nichts. Okidoki. Schwert raus. Auf geht's. Auf geht's. So. So. Und dann gehen wir hier hoch. Und dann machen wir so. Hier rüber, hier runter. Können wir eigentlich Eisen noch mitnehmen? Aber nicht viel. Dann sind wir im Kreis gerannt. Okay. Da sind wir hoch. Und hier noch irgendwas? Nö. Sackgassen. Ja gut, hier könnten wir jetzt noch das ganze Eisen mitnehmen, aber wir haben schon wieder zwei Stacks. Das langt. Soweit ich mich erinnere, haben wir sowieso noch genug Eisen. Daher müssen wir das jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Aber hier können wir nochmal gucken. Ah. Ich verstehe. Wo wir sind. Wir sind nämlich da, wo wir vorhin hochgeguckt haben.
mit dem Lavafall. Okay, ich hab's auch nichts mehr. Da gibt es auch nichts mehr. Da haben wir noch ein bisschen Gold, aber da bote ich mich jetzt nicht runter. Nö, nö. Können wir lieber hier das Gold mitnehmen und gleich zurückgehen. Wie ich das wusste, dass hier eine Sackgasse ist. Okay, da gibt's nix. Nehmen wir hier noch eben das Gold mit. Gibt es eigentlich nur bestimmte Biome, wo zum Beispiel auch eine Mine sein kann? Ich weiß das gar nicht, ob das biomabhängig ist. Oder können diese Minen überall sein, theoretisch? Ich weiß es nämlich nicht. Boah, wo kommst du denn her? Der wollte auch einfach nur an mir vorbeilatschen. Der war auch ein bisschen Brain AFK. Haha. Hey. So. Wie Brain AFK man sein kann, ohne Brain. Mensch, jetzt hör doch mal auf mich zu schießen. Ja, auf jeden Fall kriegen wir eine Menge Pfeile mit. So viel steht mal fest. So, ich glaube, wir machen uns noch ein paar. Tipp, tipp. Ach komm hier, Knochen. Braucht eh kein Mann. Und ob wir irgendwann mal Hunde finden, ja. Steht ja auch eher weniger gut momentan. Fackel. Genau. Macht das alles schön dicht, außer ein Loch, wo du runterfallen kannst. So muss das.